Hallöchen, wir haben eine neue Runde Call of Duty Cold War und heute hier mit der Milano und wie ihr schon erkennen könnt mit der wunderbaren Diamanttarnung. Ja, wir haben die erreicht und natürlich haben wir momentan noch immer Nuketown mit Doppel-EP und doppelter Waffen-EP. Und im heutigen Video sprechen wir noch ein klein wenig über die Waffe, über die Karte und allem drum und dran hier in Richtung Call of Duty Cold War. Und natürlich dürft ihr auch gerne wieder meinen Waffenguide nachbauen und probieren. Gerne mal reinkommentieren, wie ihr die findet und dann let's go mit dem Waffenguide. Die heutige Waffenklasse mit der Milano habe ich gebaut auf Mobilität und natürlich Effektivität. Mit dabei hätte ich hier Mikroreflex LED für mehr Treffergenauigkeit. Bei der Mündung hätte ich hier den Schalldämpfer mit dabei für nochmal mehr Kontrolle und damit man nicht auf dem Radar markiert wird. Der verlängerte Lauf erhöht nochmal die Projektilbeschleunigung. Mit ruhiger Handleistenmarkierer könnt ihr leichter aus der Hüfte treffen. Der Tempogriff macht euch beweglicher und auch genauer. Dann hätte ich hier Vandalen-Schnelllader mit am Start. Dann natürlich noch hier Handgriffe, hätte ich hier Luftelastik, Umwicklung. Und am Ende noch den Schaft Plünderer. Damit habt ihr mehr Beweglichkeit, habt allgemein eine schnelle Waffe. Und ich finde, die Milano wäre eine der besten Waffen hier für den Multiplayer momentan. Gerne eure Meinung drüber mal reinteilen in den Kommentaren und gerne auch meinen Waffenguide nachbauen, gerne probieren. Und dann, let's go mit dem Waffen-Gameplay. Natürlich hier auf der Karte Nuketown. Ich finde die Karte echt gut, aber wir hatten die schon, wie oft drinnen? Der erste Teil, das zweite Teil, der dritte Teil, der vierte Teil, Cold War, Call of Duty Mobile, Call of Duty Online, Call of Duty auf Nintendo. Leute, wir hatten die Karte hunderte Male drinnen und ja, irgendwie macht die natürlich Laune mit dem neuen Look. Mit den neuen, kleineren Änderungen auf der Karte kann man weniger gut headglitchen, kann natürlich hier besser reinpushen, theoretisch. Aber ja, ihr kennt alle Call of Duty Cold War. Wir haben relativ wenig Waffen, die hier verwendet werden. Dann haben wir noch relativ wenig Karten hier drin. Wir haben immer wieder die gleichen Karten hier reinbekommen. Und ja, ich befürchte, in Call of Duty Cold War bekommen wir auch wieder nur Firing Range, Summit oder halt, ja, Jungle mit rein. Ich will lieber komplett neue Karten haben, komplett neue Waffen, die wir noch nie in Call of Duty drin hatten. Und auch mal andere Gegner, weil wegen des Skill-Based Matchmaking bekommt man jede Runde die gleichen Leute. Manchmal hat man Glück, bekommt hier eine leichtere Runde, wenn man hier mit Freunden spielt, wie mit Morlan heute hier in der Live-Übertragung. Ja, oder halt natürlich. Manchmal hat man Pech und wird weggetryhardet. Ich finde allgemein Call of Duty Cold War echt gut, aber ein paar Punkte stören mich halt momentan. Relativ eintönig wegen den Karten, relativ eintönig wegen den Waffen. Wenn ihr Waffen hochgrindet und auf Diamant hochspielen wollt, wie ich hier die Milano. Naja, das wird auch ein bisschen anstrengend bei einigen Waffen dann. Momentan mache ich ja den Noobtube, den Raketen- und Granatwerfer. Kack, werde ich auch noch irgendwie hier hinbekommen müssen mit meinen Feinden. Und andere YouTuber gehen halt hin und boosten halt einfach ihre Runden und ich weiß nicht, davon halte ich nicht viel. Aber ja, ich bin der Meinung, Call of Duty Cold War können echt gut Laune machen. Die müssten aber noch an vielen Punkten noch arbeiten. Richtige, gute, neue Karten einfügen, paar Fehler noch beheben, Movement verschnellern, ein wichtiger Punkt für mich, meiner Meinung nach. Und natürlich, wir brauchen unbedingt mehr Waffenauswahl. Aber in die gute Richtung, nicht immer Remastered Waffen, die wir alle schon kennen oder keine futuristischen Waffen einbauen, die dann in Cold War gar nicht reingehören. Eine Galil wäre natürlich mit am Start, das wäre eine coole Waffe. Die Mac 11 wurde geleakt. Die Striker wurde auch geleakt, eine Shotgun, ja, warum auch immer die wieder eine reinmachen. Ich denke mal, alle werden da rumhaten. Und allgemein, ein ganzes Buff, der noch reinkommen wird, I don't know. Gerne mal reinschreiben in die Kommentare, eure Meinung über Call of Duty Cold War. Ob ihr es gut findet, ob ihr es gerade feiert oder eher weniger. Welche Punkte gefallen euch, welche eher weniger. Wie findet ihr Nuketown, wie findet ihr die Milano? Gerne mal reinschreiben, gerne eure Meinung teilen. Und eventuell in Zukunft, wenn ich hier dann auch mal vorbeischaue beim Video, denke ich mir, ja, Call of Duty ist doch gar nicht so schlimm. Ja, die ersten paar Wochen, Call of Duty Cold War, I don't know. Ich hoffe wirklich hier die Update noch eine Menge rein. Mache hier mal Ende hier im Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben wäre schön. Haut rein, goodbye und bis zum nächsten Mal.